Der osmanische Staat, möge Allah ihn belohnen, er hat Großartiges geleistet, um den Islam zu verbreiten. Aber da ist noch etwas. Wir wissen alle, die Osmanen haben Konstantinopel erobert. Aber uns ist so manches nicht bekannt. Viele von uns wissen zum Beispiel nicht, dass Muhammad al-Fatih mit Dracula gekämpft hat. Ihr habt doch von Dracula gehört. Ihr denkt bestimmt an Vampire. Doch Dracula war ein Mann. Dieser Dracula, von dem ich euch erzählen möchte, war ein Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und sein Name war tatsächlich Dracula. Er beherrschte einen Teil des heutigen Rumänien. Nun, Muhammad al-Fatih, rahmatullah alaik, begann die Länder Südeuropas zu erobern. Bosnien, Serbien, Ungarn, all diese Länder. Und die Leute aus der Walachei, Südrumänien, widersetzten sich ihm. Aber sie waren unterlegen und mussten mit al-Fatih ein Abkommen abschließen. Teil des Abkommens war, dass der Herrscher der Walachei seine zwei Söhne nach Istanbul schicken musste, damit sie dort die islamische Kultur lernen. Also schickte er seine Söhne Vlad und Radu. Vlad ist derjenige, der sich später Dracula nannte. Der Name Dracula bedeutet Sohn von Dracul, so hieß sein Vater, der Herrscher. Und die Bedeutung von Dracul ist Dämon bzw. Shaitan. Das heißt, Dracula ist der Sohn von Shaitan, was nicht unwesentlich ist, wie wir hören werden. Die Söhne lebten nun in Konstantinopel, sie wurden ausgebildet. Und Draculas Bruder Radu wurde sogar Muslim. Er lernte den Koran, studierte und sogar Dracula lernte den Koran, obwohl er kein Muslim war. Er lernte Arabisch, Persisch und Türkisch. Später blieb Radu in Konstantinopel und Dracula wurde nach Rumänien zurückgesandt, um sein Land zu regieren. Denn die Osmanen hatten begriffen, sie konnten keinen Muslim schicken, um das Land zu regieren, denn dort lebten Christen. Also schickten sie Vlad, Dracula. Dann könnten sie ihn im Kampf besiegen und so das Land einnehmen. Aber Dracula war nicht bereit, sich dem Sultan zu unterwerfen. Der Sultan sandte zwei Abgesandte zu ihm und sie sprachen zu Dracula und forderten ihn auf, Jizya zu zahlen. Dracula sagte, wenn ihr durch meine Tür schreiten wollt, dann müsst ihr den Turban ablegen. Sie sagten, wir werden den Turban nicht für dich ablegen. Und sie weigerten sich. Also ließ er jemanden kommen und sagte, wenn sie den Turban für mich nicht ablegen wollen, dann sollen sie ihn nie wieder abnehmen. Und befahl, dass man ihnen den Turban an den Kopf nagelt. Dieser Mord an den Abgesandten war ein Akt der Kriegserklärung. Dracula hatte beschlossen, den osmanischen Staat zu bekriegen. Also schickte Muhammad al-Fatih eine große Armee, um Dracula zu bezwingen. Aber da Dracula den osmanischen Staat sehr gut kannte und über eine skrupellose Taktik verfügte, konnte er die islamische Armee mancherorts besiegen. Durch seine Taktik zeichnete er sich als vollkommen teuflisch aus. Dracula ließ seine Gegner nicht einfach töten. Nein, er machte zuerst Gefangene und dann ließ er sie allesamt fehlen. Was ist gemeint mit fehlen? Dabei nahmen die Ungläubigen einen großen Stock, einen Pfahl, machten ihn spitz und führten ihn beim Opfer hinten ein, sodass er durch den ganzen Körper ging und beim Mund wieder herauskam. Dracula hat sie gefehlt. Er bohrte seinen Feinden einen Pfahl durch den Körper, während viele von ihnen dabei noch am Leben waren. Auf diese brutale Weise ermordete er sie. Dann ließ er diese Pfähle, also diese gefehlten Muslime, nebeneinander entlang der Straße aufstellen. Und als die osmanische Armee kam, um nach ihren Truppen zu sehen, fanden sie entlang der Hauptstraße 20.000 Muslime. 20.000 Muslime waren hier gefehlt worden. Stellt euch nur diese Qualen vor, subhanallah. Stellt euch nur vor, wie sich Muhammad al-Fatih fühlte, wenn er sah, wie ein einziger Muslim ermordet wurde und dann erst 20.000 Muslime auf brutalste, schändliche Weise. Unvorstellbar. Daraufhin schickte er Radu, um Dracula zu bekämpfen. Er schickte also Draculas eigenen Bruder. Vielleicht könnte er es mit ihm aufnehmen. Das war, nachdem Dracula so viele Gräueltaten verübt hat und jedes Maß verlor, dass sogar seine Christen sich von ihm abwandten. Denn er war ja Rumäne, also orthodox christlich, aber er schrieb an den Papst, wenn du mir mehr Truppen schickst, dann werde ich katholisch für dich. Was auch immer nötig ist, er verlässt seinen Glauben. Er hatte ja keinen wahren Glauben. Für ihn zählte nur die Pragmatik im Schlachtfeld. Also hatten sich selbst seine eigenen Leute von ihm abgewendet. Wie auch immer, die Muslime schafften es, ihn im Kampf zu besiegen. Es ist nicht völlig klar, ob ihn letztendlich ein Muslim oder sonst jemand umbrachte. Jedenfalls wurde Dracula der Fehler getötet. Die osmanische Armee besiegte diesen Tyrann. So dann wurde er enthauptet und sein Kopf nach Istanbul gebracht, wo er auf einen langen Pfahl aufgespießt wurde. Dort vor den Toren Istanbuls hing er dann einige Monate als Exempel. Das war Draculas Untergang. Viele von uns wussten nichts darüber.
Viele wussten gar nicht, dass Dracula ein Mensch war. Wir Muslime haben ihn bekämpft und bezwungen. The cave.